Ich möchte darüber reden, wieso wir glauben, dass wir hier ein Zeichen setzen und der kurdischen Bewegung erlauben, zusammenzufinden, zusammenzuarbeiten gegen die gemeinsame Gefahr, die wir im islamischen Staat sehen. Wir glauben, das ist wichtig. Wir glauben auch, dass wir die PKK als solche mittlerweile unterstützen können, dass es nicht mehr ausreichende Gründe gibt, sie auf der Terrorliste zu setzen und dass das auch für kurdische Autonomiebestrebungen, die wir befürworten, sinnvoll ist. Das werden die drei zentralen Punkte meiner Rede sein. Davor noch ein bisschen Rebuttal, was nicht in der Rede direkt sein wird. Bezüglich der Türkei haben wir die Analyse gehört, dass die bockig sein werden und deswegen nicht mehr kooperieren werden. Wir glauben, dass die Analyse, die wir gebracht haben, dass sie interessiert sind an Unterstützung für Flüchtlinge, die sie bereits haben, dass sie interessiert sind an NATO-Beziehungen, dass sie interessiert sind an Beziehungen zu EU, dass sie wirtschaftlich abhängig sind von der EU, dass all diese Gründe dafür sprechen, dass sie eben nicht bockig reagieren werden, sondern das eben schlucken müssen, weil sie gar keine andere Wahl haben. Wir glauben, das ist das viel wahrscheinlichere Szenario. Wir müssen uns erstmal davon überzeugen, wieso Erdogan jetzt das irgendwie allein in der Hand hat und Eigeninteresse irgendwie gar nichts ist, was ihn interessiert. Erdogan ist praktisch der neue Putin. Ja. Kommen wir zum Bündnis der kurdischen Kräfte. Wir glauben, dass gerade zu diesem Zeitpunkt im Nordirak eine Trennung aufrechterhalten wird zwischen der Peshmerga-Miliz und der PKK auf der anderen Seite. Die Peshmerga finden wir irgendwie gut, das sind die guten Kurden, und die PKK, das sind die bösen Kurden. Die PKK 2013 hat sich zu großen Teilen in den Nordirak zurückgezogen nach Verhandlungen mit der türkischen Regierung. Und wir glauben, dass wir jetzt... dass jetzt diese künstliche Trennung problematisch ist aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil die Waffenlieferung offensichtlich nur an die eine Partei gehen kann. Das heißt, wir senden Waffen nur an die Peshmerga-Miliz der autonomen kurdischen Region im Nordirak. Und die wollen eben nichts damit zu tun haben mit der PKK, weil sie wissen, dass wenn sie mit der assoziiert werden und mit der zusammenarbeiten, kriegen sie keine Waffen mehr. Ihre Sache wird beschmutzt im Nordirak, das heißt, sie schließen Zusammenarbeit aus und schließen sich eben nicht denen. Deswegen diese Trennung. Wir glauben, dass das dem Kampf gegen den islamischen Staat schadet, also weil das eindeutig die Schlagkraft dieser kurdischen Truppe im Kampf gegen den islamischen Staat mindert. Und wie wir alle gesehen haben, rückt der islamische Staat an die türkische Grenze vor. Die stehen jetzt vor, ich glaube, Kobane. Und wahrscheinlich Kobane, oder? Und wir glauben, dass hier vor allem der türkische Flügel der kurdischen Bewegung, nämlich die PKK, entscheidende militärische Stärke beisteuern kann mit ihren Kämpfern, die eben auch Erfahrung haben, um gegen den islamischen Staat vorzugehen. Wir glauben, dass das die viel größere Gefahr ist, auch für die Türkei als die PKK selbst. Deswegen finden wir es gut, wenn wir die von der Antiterrorliste setzen, damit wir eben Waffen auch an die PKK liefern können, damit eben auch eine Zusammenarbeit stattfinden kann zwischen diesen Organisationen. Denken wir so an Kampfflugzeuge? Ja, auf jeden Fall. Das müssen wir nochmal überlegen. Wir glauben, dass das extrem wichtig ist, wenn wir den massiven Fortschritt und das massive Fortschreiten des islamischen Staates in dieser Region beachten. Jetzt kann man natürlich sagen, wir finden die PKK aus prinzipiellen Gründen doof, selbst wenn die uns im Kampf gegen den islamischen Staat helfen. Das ist das, was Marion auch versucht hat, euch zu erklären. Und wir sagen, das Ziel der PKK ist eigentlich das, worauf man sich der Weltgemeinschaft schon geeinigt hat. Irgendwie Selbstbestimmung der Völker. Wenn wir sagen, die Kurden sind irgendwie ein Volk, sind eine Ethnie, die haben eine Identität, die wollen ganz gerne einen eigenen Staat, dann ist das eigentlich was wir als Weltgemeinschaft unterstützenswert finden. Genauso wie wir wahrscheinlich sagen würden, wenn die Schotten ihren eigenen Staat haben wollen, dann finden wir das eigentlich gut. Wer sind wir zu sagen, dass die Schotten nicht ihren eigenen Staat haben sollen? Deswegen glaube ich, dass das Ziel der PKK als solches erstmal unterstützenswert ist. Ja, wenn die Basken sagen, und wir nach dem Prinzip der nationalen Selbstbestimmung würden wir auch sagen, die Basken, wenn sie sich dafür entscheiden, sollten ihren eigenen Staat haben. Dann kann man natürlich über die Mittel streiten. Terrorismus, da hat Kai ganz recht, definiert sich natürlich darüber, wie man seine Ziele erreichen will. Ja, weil sonst ist Extremismustheorie ziemlich wachsweich und sogar die CDU könnte irgendwie extremistisch sein. Das Einsetzen von Gewalt. Genau, deswegen ja die Mittel.
Aber da sagen wir, dass die PKK sich erstens 2013 aus der Türkei zurückgezogen hat, dass sie eben seitdem keine Anschläge mehr verüben, dass die Sicherheitskräfte der Türkei auch nicht mehr gegen die PKK vorgehen und dass wir jetzt eben darauf aufbauen sollten und diesen Vertrauensvorschuss geben sollten und sagen, okay, wenn ihr euch jetzt mit den Türken geeinigt habt, dann vertrauen wir darauf, dass ihr das auch nicht mehr tut. Das ist ja nicht unumkehrbar. Wir können sie auch wieder auf die Terrorliste setzen, wenn sie wieder anfangen, Zivilisten abzuschlachten. Die Waffen, um ihre Ziele zu erreichen. Ja, und dann muss man darüber gucken, ob man sie demobilisieren muss, nachdem der Islamische Staat überwunden ist, und frag mich nicht. Das sind auch alles Sachen, die wir dann überlegen. Kommen wir jetzt zu den, und deswegen glauben wir, dass, ja, kommen wir jetzt zu den kurdischen Autonomiebestrebungen. Wir glauben, dass das Setzen auf die Terrorliste die kurdische Bewegung als solche diskreditiert. Dass es eben im öffentlichen Diskurs nicht so differenziert gesehen wird wie, naja, die sind, eigentlich ist das Ziel gut, aber die Mittel finden wir doof. Wir glauben, dass es häufig so ankommt, dass... Nee, danke. Ja doch, du kannst mir Fragen stellen. Kann er wohl. Okay, glaubst du tatsächlich, dass es im Interesse der EU sein sollte, eine Separationsbewegung von einem türkischen Kurdistan zu haben? Wir glauben, dass zunächst mal das Interesse dieser Gruppe ist, größtmögliche Autonomie, und das befürworten wir. Und wozu ich jetzt kommen werde, zu den kurdischen Autonomiebestrebungen, glauben wir auch, dass das tatsächlich diesen Konflikt weiter polarisiert. Wir glauben auch, dass es unter Umständen wichtiger ist, ehemalige Kolonialgrenzen aufzubrechen, die willkürlich in den Sand gezogen wurden, weil sonst das Konfliktpotenzial, was dort herrscht, nur immer weiter eskalieren wird. Das ist das, was sie wollen. Mit dem imperialistischen Handschuh den Deckel auf dem Nahen Osten halten und verhindern, dass dort tatsächlich Völker zueinander finden. Wir glauben, dass das die Konflikte nicht behebt, sondern dass Bewegungen, die genau diese Grenzen überwinden, wie es die IS zwischen Syrien und Irak getan hat, den anti-imperialistischen Narrativ für sich beanspruchen können. Und wir diese Chance verpassen, wenn wir das nicht tun. Wir glauben, dass es wichtig ist, genau in diesen Gebieten, wo Stammesidentitäten und ethnische Identitäten so wichtig sind und den Menschen auch so nahe gehen, dass es dort wichtig ist, die zu respektieren, und deswegen sind wir heute stolz, auf Seiten der Regierung zu stehen.